Servus Leid zum ersten KI-Kampf mit meiner neuesten KI, der Vardenov-KI. Und ja, wie ihr sehen könnt, spielt Vardenov heute gegen zwei Gegner, nämlich gegen den guten alten Richard Löwenherz und den Marshall. Ja, wir spielen auf der Karte Fertility, was hier noch aus dem KI-Turnier war und von Carilotus erstellt wurde. Und wir spielen wie üblich mit 2000 Gold. Gut, würde ich sagen, gehen wir direkt rein. So, ganz interessant wird es natürlich sein, welche Burg der gute Vardenov baut. Okay, auf jeden Fall eine, die nach vorne ausgerichtet ist. Oh, das ist seine XXL-Burg. Also gut, die ist eigentlich vergleichsweise immer noch eher mittelgroß, aber für seine Verhältnisse sehr groß. Und das bedeutet auch, dass der Großteil der Wirtschaft in der Burg ist. Sogar Ausbildungsgebäude sind hier in der Burg. Die sind hier in diesem vorderen Bereich. Ja, ich glaube für diese Map eine gute Wahl, weil er hier dann auch einen Turm quasi weit nach vorne verlagert bauen kann und auf die Weise sehr viel Einfluss auf das Gebiet hier in der Mitte ausüben kann durch den Turm. Also ist, glaube ich, eine gute Wahl für ihn. Okay, Marshall baut diese merkwürdige Burg, wo der Lagerplatz sich außerhalb von der Burg befindet. Finde ich aber trotzdem cool, die Burg, weil die sonst so nicht existiert. Und Richard baut ein Rechteck, so wie immer. Die ist aber, glaube ich, auch eine seiner besseren Burgen, zumindest eine nicht mit zwei Ringen. Der sollte auch schnell fertig sein mit der Burg. Also ist eher einer seiner kleineren. Und ja, Richard kann in diesem Spiel ja sehr, sehr gut gegen Vardenov vorgehen normalerweise, weil er da hinten zu Beginn gar nicht angegriffen wird, weil Vardenov wird zuerst sehr wahrscheinlich den Marshall angreifen, weil der, ja, also hier Vardenov geht ja immer auf den Schwächsten und beziehungsweise balanced heißt es ja in der AIC. Und dazu zählt nicht nur, wer hier in der Tabelle der Schwächste ist, sondern auch, wer näher ist. Das wird beides miteinander kombiniert. Und das sollte eigentlich in den allermeisten Fällen der Marschall sein. Und deswegen kann da Richard sich eigentlich komplett drauf konzentrieren, Truppen auszuheben und anzugreifen. Und ja, hat bei dem Test eigentlich gut funktioniert. Also Richard hat aber nicht Druck ausüben können. Ja, ansonsten schauen wir uns mal den Aufbau an. Was hat er bis jetzt? Hier legt Vardenov auf jeden Fall mit seiner Waffenproduktion los. Ansonsten Torhäuser stehen, der ein oder andere Turm, aber noch kein großer Turm, der ja wichtig ist für eine Balliste, mit der er Katapulte abwehren kann bzw. muss. Ohne den Turm, das ist tatsächlich sehr wichtig immer bei den Burgen vom Vardenov, dass sein Turm steht, wo er seine Balliste drauf hat, weil wenn der Gegner eben mit Ballisten ankommt, dann wird es schwierig, die Burg zu verteidigen. Und vor allem muss man bedenken, wenn jetzt zum Beispiel keine Balliste da ist, die Katapulte verteidigen kann, dann können die quasi frei drauf schießen, können auch eine Bresche in die Burg schießen und dann ist dieses ganze System mit der Feuergasse im Grunde nutzlos und somit ist es eben sehr wichtig, dass der Turm mit der Balliste steht beim Herrn Vardenov. Ja, und Marshall, ich glaube, das ist sogar sein erster Angriff. Der Marshall ist ja mit dem UCP-Patch, der UCP-Patch AIC sehr schnell immer angreifen, wobei nur ein Schwertkämpfer, wobei da kommt noch ein zweiter nach. Also ich weiß, dass er beim ersten Angriff kaum welche eingesetzt hat, aber dass so wenig waren, ist dann doch auch überraschend. Aber immerhin noch ein paar Arbeiter kann er hier wegschnetzeln. Ja, und wie gesagt, die Burg ist ja gut geeignet. Der kann hier bis zum
Steinbruch vom Marshall böllern normalerweise. Ja. Er braucht ja auf jeden Fall noch, bis er seine ganzen Waffenproduktionen aufbauen kann. Genau. Und ich habe mir dieses Mal auch ein paar Notizen gemacht zu der AIC von Wadenow, weil ich das ja bei der Vorstellung verpennt habe. Übrigens, falls ihr die Vorstellung noch nicht angeschaut habt, das Vorstellungsvideo zum Wadenow, kann ich euch sehr empfehlen, das anzugucken. Da habe ich mir ziemlich viel Mühe gegeben. Denn, was mir aufgefallen ist, der erste KI-Kampf von einer KI von mir wird deutlich mehr geschaut als das Vorstellungsvideo, was mich dann doch sehr überrascht hat. Also ist jetzt beim Khan gewesen und ich glaube bei Mahdi war es auch so, also bei den letzten paar KIs. Wie gesagt, hat mich dann doch überrascht. Ja, und der Wadenow, der sieht soweit ganz gut aus, hat hier alle seine Waffenproduktion bereits aufgebaut, allgemein alles am Wirtschaftsgebäude steht soweit. Der maximale Angstfaktor ist drin. Beginnt jetzt noch hier Pechbottiche zu verteilen. Und dann wird er bald auch schon mit Angriffen bekönnen können. Und apropos Angriff, was eine Überleitung. Richard greift jetzt an. Wir werden überfallen. Allerdings mit sehr wenig Truppen. Das wird noch kein Problem werden. Allerdings die Katapulte, die könnten rein donnern. Okay, die sind aktuell eher auf den Steinbruch scharf. Jetzt gehen sie mal auf den Turm. Und die Balliste steht noch nicht da. Weiß nicht, hat er noch kein... Doch, die Baumeistergilde, die ist ja da. Jetzt hat er auch die Balliste gebaut, aber natürlich noch nicht bemannt. Und auf die Weise kann er schon, kann Richard hier schon mal viel Schaden an den Turm anrichten. Wird wahrscheinlich eher noch nicht schaffen, hier den Turm einzureißen, aber das ist wahrscheinlich auch besser so, weil dann kann er bei einem weiteren Angriff, wenn der Turm weit genug angedamaged wird, kann er den beim nächsten Angriff dann zerstören und ist dann in einer besseren Ausgangslage. Okay, interessant. Die meinen hier wohl, das Torhaus würde ihnen freien Zugang erteilen, was natürlich nicht der Fall ist. Ja, auf die Weise natürlich kein Problem. Katapulte wurden auch schon souverän weggeschossen. Und das sind hier die paar Sorties von Wadenow, der hier jetzt die Bogenschützen vom Marschall niederdrischt. Und auch Kühe. Die arme Bessie, nicht wahr? Okay, ich wollte schon jetzt ein paar Sachen aus der AIC vorlesen, aber jetzt kommt erstmal ein Angriff von Wadenow und es sieht dann doch danach aus, als ob er auf Richard gehen will. Ah, wobei, okay, das Zelt zeigt irgendwie eher Richtung Richard, aber er böllert auf den Marschall, also geht er auf den Marschall, alles klar. Okay, aber der Marschall hat so viele Schwertkämpfer, das sollte noch kein Problem werden. Okay, die können hier auch tatsächlich mal die Leiter nutzen, auch sehr schön. Sieht man ja sonst selten, dass die mal genutzt wird, aber ja, wie gesagt, Marshall hat hier genügend Bogenschützen und auch Schwertkämpfer am Start. Aber seine Wirtschaft wurde jetzt für einige Zeit gut angehalten. Also ganz nutzlos war der Angriff dann doch nicht und ich würde sagen, ich beschleunige an der Stelle mal auf 200. Und genau. Oh, jetzt fängt er auch an mit seinen Störkatapulten, der Herr Wadenow. Der Kasimir, ne? Und gut, bei der Burg, die ist eigentlich relativ gut gegen Störkatapulte, beziehungsweise allgemein Katapulte und Tribocke, weil da eigentlich kaum Türme sind, die zerstört werden können, ne? Okay, jetzt schauen wir mal, was der Marschall hier so anrichtet. Okay, er, keine Ahnung, wo er hingehen wollte an der Stelle. Jetzt dreht er nochmal um. Aber er hat natürlich keinen Schaden anrichten können. Ah, und jetzt, ja doch. Das sieht zwar schlimm aus, was die Katapulte da machen, aber die treffen halt wirklich nur die Mauern und die kosten dem Marschall eh nichts gut und das Ausbildungsgebäude, das ist dann schon etwas teuer, das stimmt. Ja, für der Marschall, der, für den ist einfach wichtig, dass er so lang wie möglich
das Ganze hier abwehrt. Er muss in der Offensive gar nicht mal so viel reißen, weil wenn Richard sich erstmal hochskaliert hat mit den Angriffen, dann ist er irgendwann mal nicht mehr abwehrbar für Vardenov. Aber ja, der Marshall struggelt jetzt schon doch ziemlich früh im Game schon. Aber mal gucken. Wie sieht's hier aus bei Richard? Okay, über 100 Truppen, das kann also noch dauern, bis er angreift. Und warte noch hier. Kommt jetzt auch mit Raids, mit seinen Meuchelmördern. Schön, dass wir die mal sehen. Ansonsten gehen ja Meuchelmörder-Raids ziemlich unter, zumindest bei KI-Kämpfen. Man sieht die halt einfach nicht. Aber jetzt können wir mal beobachten, wie die so agieren. Okay. War jetzt nicht der schlauste Move, einmal der Burg von Marschall vorbeizugehen. Ja, okay, hier Vardenov will hier richtig auf RAM-Modus gehen mit seinen Katapulten. So wird das natürlich nichts. Ah, ja, aber ich würde sagen, ich sage euch mal ein paar interessante Facts bezüglich der AIC. Ja, ich würde mal sagen, wir beginnen einfach mal mit den ganzen Wirtschaftsgebäuden, damit ich euch da genaue Zahlen nennen kann. Und zwar baut er maximal 3 Steinbrüche. Das habe ich auch bei der Vorstellung noch gewusst. Ansonsten 4 Eisenminen, 8 Holzfäller und 2 Pechgruben. Ja, diesmal sieht man hier eine. Eine zumindest. Die andere übersehe ich mal wieder, wahrscheinlich. Ja. Alright. Was hätten wir dann noch? Und maximal 12 Farm. Jetzt kommt aber der Richard-Angriff. Davon übrigens zu 3/5 Apfelfarm. Zu 1/5. Halt, nee, Quatsch, da zählen ja Hauptfarmen gar nicht rein. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Angriff an. Okay, jetzt gibt es hier ein kleines Ackermatch an der Stelle. Aber auch nur so halb. Okay. Kommen aber natürlich noch nicht hoch. Jetzt wird es mal eher interessant, was Richards Truppen hier machen. Aber ich weiß nicht wieso, aber die wollen halt immer erst dahin gehen. Ich verstehe es nicht ganz, wieso das so ist. Ich meine, das ist jetzt auf die Weise so eine Art Cheat, aber das ist ja nicht so, als wenn ich das irgendwie erzwungen hätte oder so. Schon merkwürdig. Auf die Weise natürlich gar kein Problem hier für Vardenov das abzuwehren. Aber ja, ich fahre mal fort mit der AIC. Genau, es war zu 3/4, also zu 75% Apfelfarm. Also das wären bei 12 hier dann 9 Apfelfarmen und 3 Käsereien und dann kommen eben noch 3 Hopfenfarmen dazu. Bildintervall hat er 1, das habe ich ja auch schon bei der Vorstellung gesagt. Ansonsten noch zu den ganzen Rekrutierungswahrscheinlichkeiten. Im normalen Zustand haut er 90% in die Verteidigung. Natürlich nur so lange, bis die Verteidigung komplett ausgebaut ist. Dann fließen die 90% in die Angreifer rein. Ja, im normalen Zustand dann 10% auf Raid und ja 0% für den Angriff und ansonsten im schwachen Zustand 90% auf die Verteidigung und auch hier 10% fürs Raiden. Und wenn er im starken Zustand ist, dann nur noch 30% für Verteidiger werden da investiert. Dafür 40% für die Raider und 30% für die Angreifer. Also man sieht, er
Wir werden raidet überfallen. auf jeden Fall ziemlich gerne. Und ich meine, das funktioniert ja mit den Bräuchmördern eigentlich auch relativ gut soweit. So, schauen wir uns nochmal die Statistik an. Wardenov hat hier ungewöhnlich viel Gold angehäuft. Wahrscheinlich ist er hier zwischenzeitlich in dem Angriff stecken geblieben. Okay. Ja, jetzt kommt auch ein Angriff von Wardenov. Sehr schön. Und wie sieht es bei Marsha aus? Er hat halt wirklich weiterhin nicht viel, aber er kann vielleicht noch rechtzeitig den Burgraben ausheben. Ich meine, das macht keinen großen Unterschied, weil die rennen dann halt zur Seite rein, aber ja, hat er sogar gerade noch so hinbekommen. Naja, aber es könnte trotzdem knapp werden, wenn jetzt die Leitern gut genutzt werden, aber die wollen halt alle ausbuddeln gefühlt. Die kommen hier auf jeden Fall bis zum Bergfried, aber ja, der Marschall hat noch genügend Schwertkämpfer. Oh mein Gott, wenn er halt die Streitkörperkämpfer nicht zum Buddeln nutzen würde, ne? Ja. Blöd gelaufen. Oh, ich glaube, es ist auch gleichzeitig ein Angriff vom Richard reingekommen, weil es hier überall gebrutzelt hat. Hat auch den Turm mittlerweile gut zugesetzt. Wenn jetzt Richard beim nächsten Mal angreift, dann kann er vielleicht den direkt zerstören und das wäre ein großer Vorteil für ihn. Gut, bis dahin, aber weitere Facts zu IC. Jo, genau. Was dann die Sortie-Units betrifft, also die Ausfalleinheiten, da setzt er maximal 6 europäische Bogenschützen Wir ein werden und maximal überfallen! 7 Streitkolbenkämpfer. Und zum Ausbuddeln hat er 9 Sklaven maximal. Ich meine, das reicht eigentlich auch. Es würden theoretisch auch weniger reichen, weil, wie gesagt, die Burggräben, die sind ja nie so platziert, dass sie eine wichtige Rolle in der Verteidigung spielen. Sie sind eigentlich eher Dekoration. Rekrutintervall hat er 1 beim Normal und bei Stark und im schwachen Status hat er 2. Also an sich schon ein relativ schneller Rekrutierer. Aber das habe ich ja auch in der Vorstellung gesagt, dafür hat er eine niedrige maximale Beliebtheit eingestellt, wodurch er dann doch etwas langsamer rekrutiert. DevTotal, da habe ich letztes Mal Schmarrn erzählt. Ich glaube, ich habe 90 gesagt. Es sind tatsächlich nur 71 und auch nur 60 auf den Wällen. Also doch nicht so krass die Verteidigung und noch weiteren Irrsinn habe ich erzählt, nämlich dass 50-50 Armbrustschützen und Bogenschützen eingesetzt werden. Tatsächlich ist es so, dass zu 2 Drittel Bogenschützen eingesetzt werden und nur zu 1 Drittel Armbrustschützen. Ja, ansonsten Patrouillen setzt er somit maximal 11 ein. Sorry, 11. Ich sag immer 11. Ist so ein Tick von mir. Und die bewegen sich auch zwischen den unterschiedlichen Wirtschaftsgebäuden. Genau, und sind alle in einer Gruppe zusammengefasst. So, ansonsten zum Raiden. Ja, genau, da setzt er maximal 8. Das heißt, maximal er setzt immer 8 ein. Und dann eben noch bis zu 4 random dazu. Und das habe ich ja schon gesagt, er setzt da ausschließlich Assassinen zum Raiden ein. Ansonsten, Störkatapulte hat man auch schon zwischenzeitlich gesehen, da setzt er Katapulte ein, maximal 3 Stück auf einmal und macht er im Normalfall eigentlich auch relativ souverän. Jetzt gerade ist wieder eine Flaute drin, da hat er wieder keinen Bock dazu. Aber ja, trotzdem kann er das relativ souverän, wie gesagt. Und ja, jetzt wieder ein Angriff vom Richard. Ja, und so langsam wird die Anzahl an Gepanzerten dann doch brutal. Und das war wichtig. Jetzt wird der Turm zerstört. Der wird jetzt gleich nachgebaut und es kommen auch wieder, ja, der wird sehr schnell wieder nachbemannt. Es sind zwar noch keine Armbrustschützen da, aber ansonsten, ja doch, jetzt ist sogar ein Armbrustschütze da, da schau hier. Aber ich meine, gut, das ist kein Wunder, weil Wardenov hat immer noch unglaublich viele Goldreserven. Und der greift jetzt selbst an, kann hier, gut, jetzt verliert er relativ viele Truppen im eigenen Feuer. Ja, der
der Angriff abgewehrt, aber zu welchem Preis ist die Frage, weil jetzt wird er nicht mehr so stark angreifen können. Allerdings hat der Marschall sehr wenig auf dem Bergfried. Leider sind die Leiterträger schon abgeschossen worden. Ansonsten hätte er dem Marschall, glaube ich, ein schnelles Ende bereiten können. Aber vielleicht auch so, wenn er hier schnell durchbricht. Ah, mal sehen. Kommt er hier an einer Stelle bald durch? Hier ist er fast durch. Nee. Hat der Marschall immer noch souverän abgewehrt. Und ja, da sieht man, finde ich, auch nochmal sehr gut, was eben die Schwäche von Vardenov ist, eben sein Angriff. Also selbst ein Marschall, der nicht sonderlich viele Verteidiger hat und noch dazu nur europäische Bogenschützen, kann das trotzdem noch relativ solide abwehren, ne? Weil eben Streitkampfkämpfer, Lanzenträger und Assassinen, die sind alle nicht so gut geeignet, zumindest gegen Fernkampf nicht. Ja, das ist eben seine große Schwäche. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was abgeht, wenn die KI eben erstmal richtig viele Armbrustschützen oder sowas hat, dann braucht er natürlich sehr lange, um da mal erfolgreich werden zu können. Gut. Dann fahre ich fort mit der IC. Genau. Attack for Space ist ja noch sehr interessant. Da hat er 42 und Random kommt noch bis zu 12 dazu. Ansonsten, als Belagerungsgeräte baut er maximal 6 Stück, davon 2 Tribocke und 4 Katapulte. Und ansonsten, ja, Kühe wirft er ja, also er verschießt Bessies, ne? Da hat er ein Intervall von 8, also jedes 8. Objekt, das abgeschossen wird, ist eine Pestkuh. Ansonsten, ja, als Buddeltruppen habt ihr auch schon gesehen, setzt er Streitkampfkämpfer ein, ist ja klar. Dazu bis zu 80 Stück, aber ja, bis er mal so viele einsetzt, das dauert natürlich entsprechend lang. Ja, ich gebe eigentlich meinen KIs immer relativ viele Buddeltruppen, weil es einfach blöd ist, wenn eine KI wie der Nizar uneinnehmbar wird, einfach weil die KI ja, wenn sie angreift, meistens ihre Buddeltruppen einen Ticken früher losschickt und die können dann direkt abgeschossen werden. Und wenn da kein Zugang geschafft wird, dann steht der Rest von den Angreifern einfach nur dumm in der Gegend rum. Ja, ansonsten als Vanguard-Truppen heißen die ja früher mal Attack Unit 2 genannt, haben wir Armbrustschützen bis zu 31 Stück. Ansonsten noch bis zu 62 Assassinen, die quasi das Torhaus zumindest meistens einnehmen wollen. Und dann noch maximal 3 Leiterträger. Da habe ich übrigens auch mal probiert, mal Vardenov hier ein Belagerungsturm zu gehen. Das hat komischerweise nicht funktioniert. Und ich weiß bis heute nicht wieso. Also der Belagerungsturm wurde gebaut, wurde aber so gut wie nie eingesetzt, beziehungsweise erst sehr spät. Und ja, es war verwunderlich und deswegen habe ich den aber einfach rausgelöscht. Ich meine, ich hätte auch. Ja, gut. Wir werden überfallen. Ja, wie gesagt, es wurde da spekuliert, ob das mit den Leiterträgern zusammenhängt, dass die dann irgendwie die Slots für das Andocken vom Belagerungsturm verhindern. Aber da habe ich auch experimentiert und das hat keinen Unterschied gemacht. Deswegen, wie gesagt, keine Ahnung wieso. So, ich glaube, jetzt hat. Ja. Ich glaube, Vardenov könnte es jetzt schaffen. Ja, er kommt da mit vielen eine hoch und ja. Vom Marschall. Da hat er den Marschall weggeklatscht. Und jetzt ist die Frage, was macht Richard? Er macht aber wieder den großen Fehler, dass er zu dem Tor ausgeht. Mann, das ist wirklich nicht so beabsichtigt. Nun müsst ihr also feststellen, dass Geschichten ja, und auf die Weise rennt er auch teilweise wieder zurück. Nee. Okay. Ja, jetzt wird es interessant, wie sich der Richard in der Defensive schlägt. Aber ich glaube, es wird schwierig, da lange gegen Vardenov zu bestehen. Aufgrund, weil Richard, ne, ist klar, hat halt einfach wenig Fernkämpfer. Wir werden sehen, nicht wahr? Gut, dann lese ich hier noch weitere IC-Parameter vor, und zwar
Genau, als Attack Unit Patrol, also die Fernkämpfer, wo um die Burg des Gegners rumrennen, hat er bis zu 58 europäische Bogenschützen. Und dann hat er noch Engage-Truppen, also Störtruppen, das sind die Speerträger, bis zu 44 Stück. Dann hat er noch ein paar Belagerungsgeräte, Verteidiger, nämlich maximal 6 Armbrustschützen. Und ja, ansonsten noch seine Hauptangriffsarmee, die eben aus Streitkolbenkämpfern besteht. Die greifen übrigens in 2 Armeen an. Also die kommen nicht alle in einer Armee. Und ja, wie gesagt, Target Choice ist Balance. Das heißt, er geht auf den schwächsten Gegner. Und damit wäre ich durch mit dem AIC-Sheet. Und jetzt gucken wir uns das noch an. Oh mein Gott, wie viel Gold einfach Wadenov hier angehäuft hat. Aber wie gesagt, er hat halt eher billigere Truppen, ne? Und die Wirtschaft ist nicht so bad. Dann lagert er noch viele Waffen ein. Auf die Weise spart er sich auch nochmal Gold. Das heißt, es ist nicht selten, dass er viel Gold anhäuft. Oh, an der Stelle können wir mal ein bisschen runtergehen, weil ich glaube, der Angriff könnte hier schon interessant werden. Okay, der Patchhitter hat hier auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Trotzdem schaffen es die Assassinen, das Tor einzunehmen. Somit ist jetzt ein Zugang zum Bergfried, aber ich glaube, ja, Richard kann hier auf jeden Fall noch einen guten Knubbel bilden mit seinen ganzen Gepanzerten. Nichtsdestotrotz wird ihm hier stark zugesetzt, die ganze Arbeit hier alles pausiert. Ist auch natürlich das Problem, dass man hier nur ein Torhaus hat bei der Richardburg. Und jetzt ist die Frage, ob er das schnell wieder ausgleichen kann, diesen Wirtschaftsstopp. Weil Wadenov wird hier nicht lang brauchen, um wieder anzugreifen bei dem Goldfett, das er sich angehäuft hat. Ja, und da raidet er auch noch nebenbei. Das gefällt dem Richard natürlich auch gar nicht gut. Ich hatte übrigens genau auf der gleichen Map das Ganze auch ausgetestet. Da hatte Wadenov eine andere Burg genommen. Nämlich eine, wo ja zur Seite rausgeht, also eher Richtung Richard geschaut hat. Da sah das Spiel deutlich ausgeglichener aus. Und teilweise auch zugunsten von dem Team hier drüben. Aber ja, da in dem Fall hat er einfach die richtige Wahl für die Burg getroffen. Kann ich übrigens auch noch aus den verschiedenen Perspektiven zeigen. Wie gesagt, so eine meiner Favorites, was Burgen betrifft. Schade auch, dass wir bis jetzt noch gar nicht die Verteidigung an sich sehen konnten, weil Richard ja immer meinte, man kann hier einfach durchspazieren. Aber ich meine, es wird noch weitere Kämpfe, KI-Kämpfe mit den Herren Wadenov geben. Und da werden wir dann hoffentlich sehen, dass auch mal die Verteidigung gefordert wird. So, jetzt kommt der nächste Angriff. Mal gucken, wie es diesmal abläuft. Okay, ich sehe schon, der Pestschütter wurde noch nicht nachblutziert. Das könnte sehr gefährlich werden, weil der hat dafür gesorgt, dass sehr viele Assassinen und auch andere Truppen... Oh, jetzt ist er da hinten durch. Oh, 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 oh. Ah. Das könnte interessant werden. Oh, die haben sich da hinten durchgeschmuggelt, die ganzen Assassinen. Oh ja, ich glaube, das war es für Richard. Oh, oder? Nee? Nee, da ist... Oh doch, es waren noch viele. Es sah gerade aus, als wenn es nur noch wenig waren. Waren auch gar nicht mehr so viele, aber es hat gereicht. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt. Ah, schade, haben wir leider nicht mehr die Nachricht von Wadenov gehört. Ja, war jetzt doch deutlicher als erwartet. Wie gesagt, im Testspiel ist es anders, aber es ist eigentlich immer so, dass es in den Tests anders läuft als dann in der Aufnahme letztendlich. Gucken wir uns noch schnell die Stats an. Getötet hat der Herr Wadenov am meisten, verloren aber auch.
Hat auch mit Abstand am meisten erwirtschaftet, fast doppelt so viel wie Richard. Gut, den Marschall können wir nicht wirklich mit einbeziehen, weil er eben deutlich früher gestorben ist. Auch am meisten Nahrung hatte, also er war eigentlich in jeder Rubrik führend. Aber ich meine, da kommt noch hinzu, hier Richard und Marschall hatten beide den maximal positiven Angstfaktor, während es beim Wadenow umgekehrt war. Deswegen ist der Defizit hier bei dem Gold gar nicht mal so unverständlich. Und ja, auch sehr krass, wie gesagt, das bekommt man selten mit, aber guck mal, wie viele Gebäude hier Wadenow zerstört hat. 135 Gebäude insgesamt. Das kriegt man halt einfach selten mit bei KI-Kämpfen. Was für einen krassen Impact. Meuchelmörder als Raidsmann, also richtig stark sind die da. Und ja, was Truppen betrifft, 2000 doppelt so viel als Richard. Gut, er hat natürlich auch viel billigere gehabt, das darf man nicht vergessen. Und ja, das wäre es dann soweit mit dem ersten KI-Kampf mit dem Wadenow. Schreibt mir gerne, was ihr noch für KI-Kämpfe mit ihm sehen würdet. Eins vorweg, ich habe schon geschaut, ob man also ein 1 gegen 1 gegen eine Vanilla-KI machen kann, aber da ist ihm leider keine ebenbürtig. Deswegen müsste man, wenn ihr noch ein also Vanilla-Gegner sehen wollt, dann müsste man ein 2 versus 1 machen. Oder natürlich, man gibt den Wadenow noch in den Verbündeten, wie zum Beispiel die Schlange, wird natürlich charakterlich gut zusammenpassen, die beiden, und lässt dann quasi ein 2 gegen 2 spielen oder sowas. Oder ihr sagt gleich, wir machen einen KI-Kampf mit only gemoddeten KIs. Dann können wir das natürlich auch machen. Also schreibt mir da auf jeden Fall gerne einen Kommentar unter dieses Video. Und ansonsten danke soweit fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich habe fertig.